Über was für einen Adventskalender freut sich eigentlich ein Bücherwurm am meisten? Ja, also wenn ihr mich persönlich fragen würdet, dann würde ich euch antworten, wahrscheinlich über jeden. Aber hier soll es natürlich nicht um mich gehen. Ich liebe aber Bücher, deswegen habe ich mir mal Gedanken gemacht, über welche Art von Adventskalender ich mich als bücherliebende Person besonders freuen würde. Also Adventskalender, die man jetzt nicht kaufen kann, abseits von irgendwelche so Schokoladensachen. Das ist natürlich klar, darüber freuen sich wahrscheinlich viele Menschen, aber ich habe mir das jetzt ein bisschen buchbezogener ausgedacht und für unterschiedliche Budgets zusammengestellt. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich liebe übrigens die Weihnachtszeit und deshalb habe ich mich heute auch ganz passend dazu in Schale geworfen. Das sieht man gar nicht so richtig. Der T-Rex hier, der blinkt auch bunt. Ich dachte, das wird nach kurzer Zeit irgendwie voll nervig in der Kamera, aber ihr seht das wahrscheinlich eh nicht, weil es zu weit oben abgeschnitten ist. Aber ich finde den voll cool. Ich muss ja zugeben, meine liebste Zeitspanne ist tatsächlich die Zeit zwischen Halloween und Silvester. Meine Zeit, ich liebe das. Und ich muss sagen, jetzt wo ich erwachsen bin, zelebriere ich das auch irgendwie total gerne. Naja, jedenfalls, ich liebe meinen neuen Pulli. Ja, aber dann reicht das jetzt auch an Vorweggeplänkel. Ich habe Ideen für unterschiedliche Geldbeutelgrößen, für ja, Adventskalender, die euren liebsten Bücherwurm glücklich machen. Natürlich lassen sich diese Ideen auch umsetzen, wenn ihr sie für euch selbst macht. Aber vielleicht kennt ihr auch jemanden, der sich darüber freuen würde. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es geht hier nicht nur um Weihnachten, sondern vielmehr um Bücherliebe. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit meinen Ideen. Idee Nummer 1 ist tatsächlich ein ganz stinknormal kaufbarer Kalender mit Büchern und Goodies. Den bekommt ihr zum Beispiel bei Chest of Fandoms, bei der Bücherbüchse oder auch bei Bücher Outlet. Das sind jetzt drei Seiten, wo ich gesehen habe, dass die in diesem Jahr Adventskalender anbieten. Ich weiß selber nicht genau, womit die befüllt sind. Es gibt irgendwie ja so Book-only Adventskalender. Es gibt Kalender quasi, wo Menge Exemplare zusammengestellt sind und es gibt auch Kalender, wo noch Goodies dazu gepackt werden. Die sind allerdings relativ hoch preisig, soweit ich das gesehen habe. Deswegen, das ist eine Möglichkeit. Also es gibt tatsächlich richtig Adventskalender zu kaufen mit Bücherkrams. Meine nächsten vier Ideen sind aber eher so ein bisschen selbst gemacht. Idee Nummer 2 von mir für euch wäre, dass ihr einen Kalender selbst zusammenstellt, wo eure Bücherwurmperson sich jeden Tag ein Buch auspackt. Wenn man natürlich 24 neue Bücher kauft, dann ist das extrem kostenintensiv, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass ein Buch zwischen 15 und 20 Euro kostet. Aber feel free, wenn ihr irgendwie das Budget dafür habt. Das soll ja tatsächlich Leute geben. Ich habe es im letzten Jahr auch bei einigen Leuten irgendwie auf Instagram gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, wie krass. Das müsst ihr echt selbst entscheiden, wie viel Budget ihr habt. Theoretisch lässt sich natürlich auch noch sparen, indem man entweder Bücher gebraucht kauft, die ja ganz viele Portale im Internet anbieten, dass man Menge Exemplare kauft. Da gibt es einerseits diese Schütten, die man teilweise vor den Buchläden findet, wo man dann Bücher für 3-4 Euro rausziehen kann. Aber es gibt natürlich auch Seiten im Internet, die konkret Menge Exemplare anbieten. Also da könnte man ordentlich sparen. Natürlich, wenn man jetzt nicht nur die neuesten Sachen kauft. Oder was noch eine Möglichkeit wäre, um Bücher günstiger zu besorgen, wären so diese Büchertauschschränke. Also teilweise gibt es ja in den Städten Telefonzellen, ja, richtige Regale und so weiter, wo Leute ihre alten Bücher reinpacken und man selber kann sie sich rausnehmen, was Neues reintun oder auch nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen. Da findet man manchmal auch Schätze. Je nachdem, wie der Lesegeschmack eures Bücherwurms ist, könnte das eventuell auch passen, aber das erfordert natürlich ein bisschen Planung. Das ist nichts, was man mal eben kurzfristig erledigt. Also erste Idee wäre ganz klassisch, ihr stellt anhand der Wunschliste oder der Lesevorlieben eures liebsten Bücherwurms einen Kalender zusammen, wo ihr wirklich für jeden Tag ein Buch einzeln verpackt, herrichtet und dann als Kalender anbietet. Idee Nummer 2 wäre, dass ihr ganz klassisch auch irgendwie ja, 24 kleine Säckchen mit Goodies befüllt, also buchbezogenen Dingen, über die sich euer Bücherwurm freuen könnte. Wie gesagt, man kann entweder so Tütchen kaufen, man kann das natürlich alles einzeln verpacken. Da gibt es ja auch mittlerweile die unterschiedlichsten Formen und es gibt ganz viele von diesen leeren Kalendern natürlich auch online zu kaufen für nicht viel Geld. Das Coole, wenn man irgendwie so eine Säckchen oder so hat, ist, dass man die natürlich auch jedes Jahr wiederverwenden kann und dass die ganz individuell
individuell befüllbar sind. Das müssen auch keine Dinge sein, die irgendwie jetzt pro Sack 10 Euro kosten, sondern es können ganz, ganz kleine Dinge sein. Ich habe euch mal versucht, eine Liste zusammenzustellen, so für die ersten 12 Tage, dann seid ihr schon mal versorgt. Dadurch, dass ich natürlich nicht weiß, was für Vorlieben euer liebster Bücherwurm hat, ist das jetzt recht allgemein gehalten. Wahrscheinlich fallen euch dann noch spezifischere Dinge ein. Deswegen, ich dachte, ich gebe euch mal 12 Ideen für den Anfang, dann seid ihr schon mal so ein bisschen ausgestattet. Möglich wären natürlich Süßkram. Also was mir bei mir persönlich einfallen würde, wäre so eine Tüte Katjes. Liebe ich total. Für Tag 2 vielleicht ein Paket Kuschelsocken. Das ist beim Lesen immer sehr, sehr praktisch, wenn man auch warme Füße hat. Dann dachte ich an so einen Tassenkuchen. Also so eine Mischung, die man in eine Tasse packt. Dann gießt man das irgendwie mit Wasser auf und dann kommt es in den Ofen oder in die Mikrowelle. Und dann hat man eine süße Leckerei für zwischendurch. Ist auch nicht teuer. Wir Bücherwürmer sind ja ganz oft auch so Süßschnäbel. Dann könntet ihr auch nach einem hübschen Lesezeichen Ausschau halten. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selber lest. Meistens greift man nach allem Möglichen, was gerade rumliegt als Lesezeichen, aber nicht wirklich nach einem richtigen Lesezeichen. Deswegen, vielleicht wollt ihr da den Vorrat eures Bücherwurms mal wieder aufstocken. So ein Lesezeichen lässt sich ja auch 2 oder vielleicht sogar 3-mal als Türchen recyceln. Dann hat der Bücherwurm ein bisschen Auswahl. Also ja, das ist, finde ich, eine ganz coole Idee. Dann könnte man ein Türchen mit dem Lieblingstee, mit einer irgendwie eine coolen Teesorte oder, wenn der Bücherwurm keinen Tee trinkt, dann vielleicht mit so kleinen Kaffeepäckchen irgendwie was reinpacken. Also ich weiß, hier in Hamburg gibt es auch zum Beispiel so Kaffeeröstereien. Da kriegt man auch so kleinere Tütchen, so Probierpakete und sowas. Vielleicht lässt sich sowas ja auch integrieren. Ich meine, Tee oder Kaffee oder irgendein anderes Getränk eurer Wahl, keine Ahnung, lässt sich ja auch zum Beispiel auch nicht nur einem, sondern an mehreren Tagen in diese Säckchen integrieren. Dann wäre für den Nikolaustag oder auch für den Heiligabend eine Idee, dass ihr einen Büchergutschein reinpackt mit einem kleinen Wert. Für den Nikolaus 5 oder 10 Euro, für Heiligabend vielleicht 10 oder 15 Euro, je nachdem wie euer Budget ist. Oder ihr macht daraus so ein kombiniertes Türchen irgendwie, dass ihr am 6. einen Buchhandlungsbesuch quasi als Gutschein reinpackt, dass ihr gemeinsam mit eurem liebsten Bücherwurm in die Buchhandlung geht und euch da umschaut und stöbert und ihr natürlich die Beute nach Hause tragt. Und am 6. dann irgendwie, dass man sich ein Wunschbuch aussuchen kann, wenn man gemeinsam in die Buchhandlung geht. Oder ja, irgendwie anders, man zerschneidet den Gutschein in der Mitte und am 6. kriegt man die eine Hälfte und am 24. die andere. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man diese beiden Tage so ein bisschen besonderer und ein bisschen hochwertiger vom Wert gestaltet. Dann habe ich ganz viele coole weihnachtliche Baumanhänger gefunden. Ich verlinke euch das gerne unten auch mal in der Infobox. Also da gibt es einige, zum Beispiel beim großen A. Letztes Jahr habe ich auch welche bei Thalia gefunden. Da ist die Auswahl dieses Jahr leider nicht mehr so groß. Oder ich habe falsch gesucht, das kann natürlich auch sein. Aber vielleicht wollt ihr ja mal eurem liebsten Bücherwurm einen neuen Baumanhänger schenken, der auch dazu passend ist, was die Person gerne mag, nämlich Bücher. Oder ja, kann man ja auch nicht nur an einen Baum hängen, sondern auch irgendwie an einen Strauch oder so. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Feiertage verbringt, wie ihr dekoriert oder schmückt. Aber so ein Anhänger, ja, ist eine Idee. Lässt sich ja auch nicht nur am Baum aufhängen, sondern auch an diversen anderen Gegenständen. Dann könnte man ein weiteres Türchen wieder mit Süßkram bestücken. Vielleicht jetzt hier mal was anderes. Keine Gummitiere, sondern ein Stück Schokolade oder was Salziges, je nachdem, wie da die Vorlieben sind. Süßkram lässt sich ja immer auch mehr als einmal verwenden. Für Türchen Nummer 9 müsste das jetzt sein. Weiß ich nicht genau, wie euer Bücherwurm gestrickt ist. Also annotiert die Person zum Beispiel. Also markiert mit diesen kleinen Zettelchen oder macht sich Notizen oder malt auch Dinge ins Buch. Da könnte man ja zum Beispiel mal neue, hübsche von diesen Markierungszettelchen Stickern kaufen oder vielleicht 1-2 coole Stifte mit Farben, die sich die Person noch wünscht oder die in der Sammlung fehlen oder die einfach hübsch aussehen. Also sowas wäre ja auch möglich. Für Türchen Nummer 10 habe ich mir mal was nicht Materielles überlegt. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr euren liebsten Bücherwurm mit einem gemeinsamen Leseabend überrascht? Ihr macht alles gemütlich, zündet Kerzen an, eine Kuscheldecke darf nicht fehlen und ja, zwischendurch unterhaltet ihr euch vielleicht über das, was ihr gerade gelesen habt. Also ich freue mich immer sehr, wenn ja mein Mann vielleicht auch mal was tut, was er persönlich nicht so oft macht. Er liest nicht viel, aber wenn er sich dann mal hinsetzt und irgendwie sich von mir ein Buch aussucht und mit mir gemeinsam den Abend lesen verbringt, das finde ich einfach immer richtig schön. Das macht mir total viel Spaß. Nicht so richtig, weil wir halt gemeinsam lesen, sondern weil ich einfach diese Geste unfassbar schön finde. Wenn er sich auch einfach mal so in mein Hobby einfühlt, was halt nicht so richtig seins ist, aber da mag ich die Zeit irgendwie dann doppelt so sehr. Ich persönlich würde mich über sowas sehr freuen. In Türchen Nummer 11 könntet ihr ein kleines Notizbuch unterbringen oder so ein Heft, muss ja kein Riesenbuch sein, wo die Person sich irgendwas notiert. Ich weiß, wir Bücherwürmer haben immer super viel Notizgedöns und so. Ich glaube, das passt auch gut.
Für Türchen Nummer 12 wäre meine Idee eine Duftkerze, muss ja nichts Großes sein, aber euer liebster Bücherwurm hat sicherlich einen Lieblingsduft und ich weiß, wir ganz viele Menschen von uns mögen Kerzen und mögen diese Stimmung, die da auch erzeugt wird, gerade wenn es jetzt so in die Herbst- und Vorweihnachtszeit geht, deswegen, das wäre auch noch eine Idee für ein Türchen. Genau, und Nummer 24 wäre eventuell wieder halt ein Büchergutschein oder die Hälfte davon oder wie auch immer ihr das kombiniert. Also ihr hättet theoretisch sogar schon 13 Ideen für Türchen und ich denke mal, die anderen lassen sich bestimmt auch noch auffüllen mit den individuellen Ideen, die ihr für eure liebste Leseratte noch habt. Die nächste Idee wäre der Subkalender. Der Sub ist in der Sprache der Bücherwürmer der Stapel ungelesener Bücher. Und wenn ihr euren liebsten Bücherwurm kennt, dann wisst ihr bestimmt, dass da einige Bücher rumliegen, die da auch schon länger rumliegen. Wie wäre es, wenn ihr also vielleicht einfach mal in diesen Büchern stöbert und euch 24 Stück raussucht, die ihr einfach hübsch verpackt, mit einer Zahl beschriftet und dann, ja, let's go. Natürlich lässt sich das auch noch ein bisschen verkürzen. Ihr könntet auch das auf die besonderen Tage wie die Adventssonntage und den Nikolaus und den Heiligabend aufteilen. Dann ist es nicht ganz so viel. Mit 6 Büchern ist man vielleicht ein bisschen weniger überfordert. Bei 24 ist es schon sehr abhängig vom Lesetempo eures Bücherwurms, wie lange das dauert. Und man möchte ja auch niemanden unnötig unter Druck setzen. Aber das fand ich eigentlich ganz schön, weil ich persönlich finde es immer cool, wenn mein Mann mir mal ein Buch vom Stapel ungelesener Bücher aussucht, weil das meistens in eine ganz andere Richtung geht, als ich persönlich irgendwie tendiert hätte. Und es macht einfach Spaß, dann halt auch mal Sachen lesen zu müssen, zu denen man vielleicht selber nicht gegriffen hätte. Deswegen über so eine Form der Überraschung würde ich persönlich mich als Bücherwurm auch sehr freuen. Kommt natürlich auch darauf an, wie gut euer Verhältnis zu eurem Bücherwurm ist, dass ihr einfach halt Zugang zum Regal habt. Aber ich nehme mal an, ihr macht euch Gedanken über sowas. Ihr habt bestimmt eine gute Basis. Und dann wäre noch eine Idee von mir, eine immaterielle Idee, dass ihr euch Erlebnisse schenkt oder dass ihr eurem Bücherwurm Erlebnisse schenkt. 24 Stück ist vielleicht an der Stelle ein bisschen zu viel, deshalb habe ich das jetzt auch auf die besonderen Tage wie Adventssonntage, Nikolaus und Heiligabend beschränkt. Also ihr müsstet euch 6 gemeinsame Erlebnisse ausdenken, die ihr gemeinsam mit eurem Bücherwurm umsetzen könnt. Ich habe mir dazu schon mal Beispiele ausgedacht, damit ihr ein bisschen Inspiration habt. Eine mögliche Idee wäre, dass ihr die Buchläden in eurer Umgebung mal recherchiert. Wahrscheinlich geht euer liebster Bücherwurm ja immer in den gleichen Buchladen oder immer halt an ähnliche Orte, um sich Bücher zu kaufen. So ist es zumindest bei mir. Ich habe auch so 2 Buchhandlungen, die ich eigentlich immer gehe. Eine, die ist hier ums Eck und eine, die ist ein bisschen weiter, aber halt größer. Und eine dritte, da bin ich super selten. Aber ja, deswegen recherchiert doch einfach mal, was es so für Buchläden in der Umgebung gibt und dann schenkt eurem Bücherwurm einen Ausflug in eine komplett neue Buchhandlung. Vielleicht eine etwas kleinere, schnuckligere Buchhandlung, wo ihr auch dann einfach gemütlich stöbert, wo ihr zusammen Zeit verbringt und ja, einfach ein bisschen Buchliebe genießt. Wenn ihr diese Idee an Heiligabend dann verschenkt, wäre ja zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, dass ihr das damit verbindet, dass euer Bücherwurm sich dann in der Buchhandlung ein Wunschbuch im Wert von x Euro aussuchen darf. Also nur so als Idee, ja, und so ein ganz kleiner materieller Charakter quasi in Ordnung ist für euch. Die zweite Möglichkeit für ein gemeinsames Erlebnis wäre ein Date in einem Café, vielleicht sogar in einem Buchcafé. Sowas gibt es ja mittlerweile auch immer häufiger. Einfach, wo man sich 2-3 Stunden niederlässt, wo man liest und wo man einfach nichts macht. Klar, da kommt irgendwie noch dann Geld wahrscheinlich für einen Kaffee, eine heiße Schokolade oder einen Tee dazu. Aber ich finde, das wäre auch vielleicht eine schöne gemeinsam verbrachte Zeit. Und zumindest in Hamburg fällt mir definitiv sofort was ein. In Braunschweig hätte ich auch eine Idee, wo ihr dorthin gehen könntet. Aber ja, schaut einfach mal nach. Ich glaube, wenn ihr recherchiert, findet ihr bestimmt online auch Cafés, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo die Stimmung ein bisschen entspannter ist und nicht wie bei, keine Ahnung, Starbucks 1000 Leute an ihren Handys und Laptops hängen. Das ist auch wirklich eher was, ja, muss man sich vorher ein bisschen informieren. Aber wenn man sich schon die Gedanken für so einen Kalender macht, dann ist ein bisschen Recherche, glaube ich, jetzt auch nicht mehr das Ding. Eine weitere Idee für ein Erlebnis wäre, dass ihr vielleicht mal schaut, was für Lesungen in der nächsten Zeit so stattfinden. Gibt es da irgendwas, wo euer liebster Bücherwurm unbedingt mal hingehen würde? Oder ist da eine Autorin, ein Autor dabei, wo der Bücherwurm sagt, hey, meine Lieblingsautorin ist da oder so? Dann besorgt doch einfach Karten für diese Lesung oder macht zumindest irgendwie darauf aufmerksam, dass das ist. Und dann könnte man ja gemeinsam dort den Abend verbringen. Ich weiß, das kostet dann Eintritt, aber ich glaube, das wiegt das gemeinsame Erlebnis definitiv wieder auf. Also würde es zumindest bei mir, wenn sich jemand so viel Gedanken darum macht und extra dann Karten besorgt etc. Also das würde zumindest bei mir auf richtig viel Gegenliebe stoßen. Nächste Idee wäre, habe ich auch schon jetzt mehrfach als Idee angesprochen, ein gemeinsamer Leseabend. Also
Macht alles gemütlich, Kuscheldecke, Kerzen, gemütliches Licht, sorgt für die passenden Snacks oder ein passendes Abendessen. Verwöhnt euren liebsten Bücherwurm einfach richtig und dann chillt euch zusammen auf die Couch oder ins Bett oder sonst wohin und dann lest einfach gemeinsam. Das ist dann richtig schön gemeinsam verbrachte Quality Time, glaube ich, und als Erlebnis gemeinsam unbezahlbar. Was auch möglich wäre, wäre ein gemeinsamer Filmabend. Hat euer liebster Bücherwurm vielleicht eine Buchverfilmung, die der Person total am Herzen liegt, die sie liebt? Ich weiß, Bücherwürmer sind da meist so ein bisschen streng, gerade im Vergleich Buch-Film, aber kann ja sein. Jedenfalls gibt es sowas, wo sich die Person einfach richtig wohlfühlt, dann organisiert einen cozy Abend. Alternativ dazu wäre natürlich auch möglich, dass ihr euch mal einen Kopf macht, welche Buchverfilmung vielleicht für den Bücherwurm interessant sein könnte und welchen die Person noch nicht kennt. Und ihr organisiert dann einfach diesen Film, egal ob es jetzt auf irgendeiner Streaming-Plattform ist oder ihr das irgendwie ausleiht, woanders. Organisiert diesen Film und überrascht euren liebsten Bücherwurm mit einem Filmabend. Passend natürlich zum Buch. Eine Idee, die ich auch noch hatte, die mir persönlich sehr viel bedeuten würde als Leseratte, wäre, wenn ihr euch das Lieblingsbuch eures Bücherwurms schnappt. Natürlich nicht die Ausgabe, die euer Bücherwurm über alles liebt, das wäre furchtbar. Besorgt euch das Buch neu oder gebraucht oder whatever, auf jeden Fall eine eigene Ausgabe für euch. Lest dieses Buch, versteht, was euer Bücherwurm daran so liebt und macht euch Notizen. Also markiert in diesem Buch, schreibt was an den Rand, macht einfach dieses Buch zu einem richtigen Erlebnis, macht es zu eurem eigenen Exemplar, gebt da euer ganzes Herz rein, damit dann, wenn ihr es verschenkt, euer liebster Bücherwurm alle Gefühle, die ihr durchlebt habt, nachvollziehen kann und einfach auch ja, die Liebe spürt, die ihr vielleicht beim Lesen empfunden habt für die Person, um die es da geht. Und das wäre sowas, da würde ich mich riesig drüber freuen, weil das natürlich auch eine Form ist, sich mit den Vorlieben des anderen zu beschäftigen etc. Das kostet Zeit, ich weiß, man muss sich darauf einlassen und wenn ihr vielleicht auch gerade nicht so die Viellesenden seid und nicht so schnell lest, dann kann es natürlich auch viel Vorbereitung kosten, aber gerade auch, wenn ich sowas von einem Menschen geschenkt bekommen würde, der sonst nicht so liest, aber sich in dem Fall so viel Mühe gemacht hat, das wäre das Buch, was ich wahrscheinlich nie in meinem Leben irgendwohin entsorgen oder weggeben würde, weil mir das so viel bedeuten würde. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Das waren jetzt 5 Ideen für buchbezogene Adventskalender, wie ihr euren liebsten Bücherwurm glücklich machen könnt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr einen dieser Kalender umsetzen wollt oder wenn ihr vielleicht sogar schon einen Kalender habt. Für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, ist jede Form von Adventskalender cool, weil ich es einfach liebe, diese kleinen Geschenke auszupacken. Ich habe in diesem Jahr einen Kalender mit Lebensmitteln, also konkret mit Reis, mir bestellt, weil ich einfach mal ein bisschen mehr kochen möchte. Passend dazu habe ich mir auch einen Kalender mit Gewürzen bestellt, weil ich mehr kochen möchte. Ich bin da echt schlecht drin. Und ich warte noch auf einen Kuchen-Adventskalender. Den hatte ich nicht im letzten, sondern im vorletzten Jahr schon mal. Und ich habe den geliebt. Leute, 24 kleine Kuchen oder Kekse. Es ist der Himmel auf Erden für mich gewesen. Also ich habe diese Vorweihnachtszeit damals richtig geliebt. Ich fand es so toll und freue mich schon, wenn ich das dieses Jahr dann alles auspacken kann und genießen kann. Ich liebe das wirklich sehr. Schreibt mir das gerne mal, wenn ihr auch einen Kalender irgendwie für jemanden bastelt oder organisiert. Und dann hoffe ich, ihr wurdet genug inspiriert. Wenn ihr noch irgendwie Fragen oder Wünsche für Vorschläge oder Ideen habt oder selber noch eine Idee habt, was für einen Kalender für einen viellesenden Bücherwurm irgendwie cool sein könnte, dann schreibt mir das natürlich auch gerne. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine wunderbare Planung und eine erfolgreiche Verschenkung. Viel Zeit ist ja nicht mehr bis zum 1., daher haltet euch ran. Und falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet bei mir ganz, ganz viel Liebe zu Büchern. Ich bin übrigens auch auf Instagram und TikTok unterwegs und als Empfehlung für euch, bei Instagram startet am 1.12. noch ein Adventskalender und wenn ihr mich dort abonniert, dann verpasst ihr nichts, könnt teilnehmen und die Chance auf jede Menge buchbezogene Dinge nutzen. Genau, schaut dort gerne mal vorbei und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video. Bis dahin, bis bald.